Phänomen, das ich auch mal aufgeschnappt habe, vielleicht kennen Sie es aus den Medien, immer wieder muss man besondere Tage feiern. Unsere Heimatzeitung ist hier jeden Tag, heute ist Tag der das, Tag der dies und irgendwie nimmt es überhand und ich habe mal alles zusammengetragen, mal wieder und gebündelt. Ich schaue Nachrichten an, den Fehler mache ich immer, denn meistens sind sie schlimm und manchmal auch noch schlimmer. Doch was ich da gerade sehe, bringt mich aus dem Gleichgewicht. Gestern war Welttag der Kissenschlacht und ich wusste es nicht. Was haben die da bloß mit allen Kissen verloren? Warum hauen die sich vor Kameras die Kissen um die Ohren? Der Reporter sagt, Kissen wären doch besser als Bretter. Die täten nicht so weh und fürs Fernsehen wär's doch netter. Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ein Weltlachtag im Mai, haha. Das ist ja wunderbar. Ich hab mich nur gefragt, was da zum Lachen war. Am 25. Oktober ist immer Welttag des Bieres. Da sehe ich immer zu, dass auch wirklich reichlich hier ist. Und ich freue mich wie jedes Jahr auf den 2. Februar, weil das der Weltgedenktag der Feuchtgebiete war. Und so ein Bier und so, das ist doch immer zu gebrauchen, um dort einen Weltkiffertag im April einen zu rauchen. Das ist kein Scherz, am 20. April 2015 war Weltkiffertag. Am 20. April, hallo? Wahrscheinlich ganz bewusst, weil dieser Typ da geboren war mit seinem berühmten Buch. Ist das mein Hanf oder rede ich? Na egal. Ja, oh, ist es das? Nur ich mitsing's auf die Welt zusammenhält. Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Und wenn wir schon beim Führer sind, dann sei euch gesagt, immer Ende Februar ist Weltgästeführertag. Am 25. Dings ist Weltnudeltag, ja? An dem man sich mit Nudeln und Gabel sudeln darf. Und am 6. Mai, kein Scherz, da ist Anti-Diät-Tag. Den feiere ich jetzt täglich, weil ich Diäten nicht mag. Und im März ist Tag des Bodens, irgendwann auch Tag des Rotens. Es gibt sicher keine Frage, auch den Frauentag der Tage. Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Am 14. Februar, da ist Weltfernmeldetag. Obwohl die Welt doch bei uns Menschen nichts mehr zu melden hat. Nur eines fehlt und ich finde, das gehört sofort bestellt. Ein Weltgedenktag für all die Spinner, denen so ein Schwachsinn einfällt. Jetzt ist es das, was die Welt zusammenhält. Ist es das, was im Leben wirklich zählt. Ist es das, was die Welt zusammenhält. Ist es das, was im Leben wirklich einmal noch, come on, ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ist es das, was die Welt zusammenhält? Ist es das, was? Okay. Ist es. Also pass auf, ihr müsst jetzt nicht mitsingen. Wir singen das Ding zu Ende. Beim nächsten müsst ihr mitsingen. Wenn ihr das versprecht, dann ist okay. Einmal noch für alle. Nee, 2, 3. Ist es das, was die Welt zusammenhält? Party! Ist es das,
die Welt zusammenhält. Ist es das, was im Leben wirklich zählt? Ist es das? Vielen Dank! Herr Schreiber, Herr Schreiber. Und Sie, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank an alle, die...